Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und es geht wieder einmal um mein Notebook und zwar um das könnt ihr hier auch schon sehen, um das Pinebook. Es ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass ich darüber gesprochen habe und ich hatte es damals getestet noch mit dem Ubuntu Mate, was da drauf vorinstalliert war. Mittlerweile sind etliche neue Distributionen rausgekommen und eine dieser Distributionen habe ich hier gerade laufen. Das ist die Netrunner-Version. Das Pinebook-Image von Netrunner. Und das kommt mit dem KDE Plasma Desktop daher, dem stabilen KDE Plasma Desktop der LTS-Version, der langzeit-supporteten Version. Und wir können uns das mal, ich habe vergessen, hier muss man Doppelklick machen. Wir können uns hier mal anschauen, was für eine Version wir jetzt hier laufen haben. Ist jetzt gerade die Version 5.12.5. KDE Applications 18.04, Frameworks 5.46 und Qt Version 5.10.1. Das Pinebook, nochmal zur Erinnerung, ist ein ARM-basierender Prozessor, kommt mit einem ARM-Prozessor, 4 Kerne daher, 64-Bit, 2 GB Arbeitsspeicher, unterstützt jetzt in dem Fall von 1 GB SWAP und benutzt hier den LLVM-Pipe-Treiber für die Grafikausgabe. Das ist jetzt hier in dem Fall Netrunner 18, was hier drauf läuft. Der Kernel ist eben der BSP-Kernel, das heißt, da kriegt man wahrscheinlich nichts Großartiges Neues hin. 13, 100, irgendwas ist das immer. Jetzt in dem Fall der 105er. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht den aktuellsten hier drauf. Ja, was kann ich euch darüber erzählen? Kann man das überhaupt im Alltag benutzen? Ein 100-Dollar-Laptop. Mittlerweile vielleicht sogar noch günstiger zu kriegen. Mittlerweile sogar gibt es eine andere Version mit einem Highscreen, einem höher aufgelösten Bildschirm. Der hier hat nur 1366x768 und es gibt ein, glaube ich, Full-HD-Panel, auch eine Version mit Full-HD-Panel und das ist natürlich dann noch besser geeignet. Das hier ist auch ein TN-Panel. Ich glaube, das sollte man so ein bisschen sehen, wenn ich das so kippe, dass dann die Farben sich ändern. Und ja, das ist halt, muss man halt mit leben. Aber das ist einer der besseren TN-Panels, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt hier von der Seite drauf schaue, ihr schaut ja relativ gerade drauf, etwas von der Seite kann ich immer noch alles wunderbar erkennen. Also keiner der richtig billigen TN-Panels, sagen wir mal so. Ansonsten, kann man das im Alltag tatsächlich nutzen oder kann man das nicht nutzen? Das geht. Also als Surfstation geht das ohne Probleme. Ich habe jetzt hier gerade ein Terminal aufgemacht zum Beispiel. Ich kann euch nochmal den Kernel zeigen. Es geht ohne Probleme, dass man das im Alltag tatsächlich auch nutzen kann für die Grundsachen, die man so machen, surfen im Internet, Videos angucken, Bilder anschauen, Musik hören. Geht das so? Wobei immer natürlich der Preis bedacht werden muss, 99 Dollar, da muss man mit Einschränkungen leben. Das heißt, wenn man hier Musik abspielen möchte, wir haben jetzt den Firefox-Start gesehen, das geht. Es ist jetzt nicht allzu lang, es ist aber nicht allzu spritzig und schnell, wie man das vielleicht von einem modernen Intel-basierten Laptop kennt oder vielleicht auch moderneren ARM-basierenden Laptops. Aber Internetbrowsen sollte ohne Probleme funktionieren, wenn ihr den Internetbrowsen möchtet. Der Firefox ist hier jetzt vorinstalliert und da klappt das ohne großartige Probleme. Das, wo es Probleme gibt, sind Videos abspielen. YouTube-Videos beispielsweise würde ich hiermit nicht machen. Es gibt dafür aber auch Alternativen, die vorinstalliert sind, wie beispielsweise der SM-Player, der auch eine YouTube-Funktion drin hat, wo man dann YouTube-Videos sich anschauen kann. Ansonsten gibt es auch noch eine andere alternative Webseite, Hooktube nennt sie sich. Und dort kann man dann über den nativen Player, glaube ich, im Browser direkt eingebaut, Videos anschauen. Das würde ich auch empfehlen, wenn es um YouTube-Videos geht. Ansonsten gibt es natürlich auch YouTube-Apps, MicroTube oder wie sie alle heißen, oder MiniTube, können da auch ohne Probleme damit arbeiten. Einschränkungen, wie gesagt, eben Video. HD-Gedönse ist ein bisschen was schwierig. Sound ist auch nicht der allerbeste, aber noch annehmbar. Jetzt hört ihr so ein bisschen den Sound. Das ist jetzt, glaube ich, volle Kanne aufgedreht. Da blechert es schon ein bisschen. Ich habe auch schon ein bisschen was höher gedreht hier, den Sound. Ihr hört im Hintergrund, das ist ziemlich leise. Also das hier ist die Hälfte der Lautstärke und das ist schon kaum zu hören. Und geht mal weiter runter, es fängt ab hier an, dass man das vernünftig hören kann. Und das ist so das, was ich so maximal empfehlen würde, ohne dass das anfängt zu laut zu sein. Ich muss natürlich jetzt hier stoppen, weil sonst
gibt es Copyright-Probleme bei YouTube. Also Sound ist ein Problem. Es gibt die hinteren Lautsprecher dafür. Die sehen wir hier. Das sind die Löcher für die hinteren Lautsprecher. Die sind nicht unbedingt die besten. Und das hört man leider auch. Also die sind etwas leise. Aber wer nur gelegentlich was hört und das meiste sowieso dann über den Kopfhörer, wo ist der Kopfhörerausgang hier, über den Kopfhörerausgang hören möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, ihr habt ihn gesehen, auch wenn es nicht ganz scharf ist, da ist ein Kopfhörerausgang, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Oder ihr schließt eine USB-Soundkarte oder sowas an, dann habt ihr natürlich auch kein Problem, Musik darüber zu hören. Das ist so das klassische Office-Gerät. Wenn ihr tippen wollt, könnt ihr auch tippen. Die Tastatur ist schön, die funktioniert gut. Bei meinem Modell muss ich allerdings sagen, dass die längeren Tasten so ein Problem haben, wenn man auf die Seite draufhaut. Die Shift-Taste teilweise, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, die ist schon, glaube ich, noch auf dem Video drauf. Die hat also ein Problem, wenn ich an der Seite leicht drauf tippe. Das funktioniert nicht immer, dass der die dann auch wirklich erkennt. Machen wir mal hier ein Dokument, Textdokument auf und versuchen wir mal zu tippen, um euch mal zu zeigen, wie ungefähr das Ganze dann geht. Ihr seht, der hat das erste Dies, was ich geschrieben habe, nicht mit dem Großbuchstaben gemacht, weil halt eben die Shift-Taste nicht erkannt worden ist. Also ich muss bei der Shift-Taste aufpassen. Was ein Problem auch ein bisschen ist, ist auch die Space-Taste. Das ist aber jetzt nur bei meinem Modell. Ich habe gehört, die haben die Tastatur bei späteren Modellen dann verbessert. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht eines der ersten, zweiten Charge oder sowas habt, dann sollte das Tippen keinerlei Probleme machen. Das Einzige, was ich empfehlen kann, was so ein bisschen ungewohnt ist, wenn man tippt, ist, dass über der Backspace-Taste der Ausschaltknopf ist. Und ja, manchmal, wenn man die Backspace-Taste erwischen möchte, erwischt man den Ausschaltknopf. Und da macht es Sinn, dass man vielleicht in den Einstellungen nicht direkt einstellt, dass der PC herunterfahren soll oder in Standby gehen soll, sondern eventuell nachfragt, was passieren soll oder gar nichts macht, wenn er drauf drückt. Und das ist das, was ich hier auch bei mir eingestellt habe, was ich empfehlen würde, was ordentlich Sinn macht, dass man das auch so einstellt, weil ansonsten, ja, ist es schon ärgerlich, wenn man dann dort einfach aus Versehen draufkommt und dann auf einmal ist alles irgendwie ausgeschaltet oder gelöscht oder was man gerade getippt hat. Das heißt, klassisches Office-Gedönse fürs Tippen, klappt das wunderbar. Wie gesagt, ich habe hier mit der Shift-Taste ein paar Probleme gehabt, mit der Space-Taste, aber das liegt an meinem Modell. Bei den Modellen, die ihr jetzt kaufen könnt, ist das alles schon behoben worden. Da gibt es also keine Probleme. Sound ist in der Not in Ordnung, ist es nichts für Musikhörer, außer ihr benutzt den Kopfhörerausgang. Der klappt relativ ordentlich. Wie sieht es aus mit der Webcam und den Mikrofonen? Hier gibt es ja zwei Mikrofonlöcher. Das ist, also wir können ja mal kurz die Webcam starten. Das ist also wirklich was für, wenn man muss, sagen wir mal so, wenn man wirklich Videochat machen muss. Und wo habe ich denn die Webcam? Ich habe, glaube ich, die Webcam nicht installiert hier. Doch, da ist Cheese. Das ist tatsächlich ein bisschen Grafikfehler, ich hatte ja schon gezeigt. Also das ist tatsächlich, ihr seht auch schon an der Refresh-Rate, das sind jetzt hier 15 Bilder pro Sekunde, weil es ein bisschen was dunkel ist. Das ist nicht so wirklich was, das Gelbe vom Ei. Das ist tatsächlich so eine typische Qualität für Skype und unten rechts wird es in einem kleinen Fensterchen angezeigt, nur bei der Person. Die Mikrofone klappen relativ ordentlich, aber ja, falls ihr ein Headset anschließen wollt, würde ich eher empfehlen, was das angeht, weil gerade wenn ihr auch tippen wollt gleichzeitig, die nehmen natürlich die Tippgeräusche auch ziemlich stark wahr, weil also die sind ja nicht ultralaut, aber trotzdem sind die, ist die Tastatur halt so nah an den Mikrofon angebracht, dass das Sinn macht, da eventuell dann doch zu sagen, okay, wir nehmen dann externes Mikro. So, ich schaue immer nur auf meine Kamera, ob sie auch tatsächlich alles aufzeichnet und nicht aufgehört hat, hier irgendwie was zu machen. So, Musik, wie sieht es mit Videos aus, die ich jetzt lokal auf dem System habe? Aber was ich hier, was weiß ich, Netflix wird wahrscheinlich, also da gehe ich stark von aus, wird hier nicht ordentlich laufen. Gibt es auch keinen vernünftigen Browser-Support für. Aber wie sieht es aus, wenn ich irgendwie
was weiß ich, irgendeine Dokumentation mir von der Mediathek runtergeladen habe und so und möchte mir die anschauen. Ich habe das jetzt hier auf dem USB-Stick beispielsweise, um euch nur zu demonstrieren, wenn ich den USB-Anschluss finde. Es hat ja Gott sei Dank einen normalen USB-Anschluss und einen zweiten, also zwei USB-A-Anschlüsse, kein USB 3.0 oder sowas, das ist USB 2.0-Geschwindigkeit, USB-C. Könnt ihr auch nicht mitrechnen. Alles Weitere findet ihr natürlich auch in dem Review, was ich gemacht habe, wenn ihr Fragen zur Hardware noch habt. Das ist so eher so ein Überblick, wie es denn jetzt aussieht nach einem Jahr etwa, mit neuen Distributionen, die rausgekommen sind und so weiter und so fort. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass ich auch Full-HD-Videos abspielen kann ohne Probleme. Ich kann auch in Vollbild gehen und ja. Es läuft jetzt vom USB-Stick, das heißt, das ist ein bisschen was langsamer. Aber ihr seht, ich kann mir auch die Filme hier anschauen. Das ist jetzt hier ein Film über Computer und ob man denen trauen kann. Do you trust this computer? Das ist eine interessante Dokumentation, die ich glaube ich noch nicht gesehen habe. Oder habe ich sie gesehen? Ich glaube, man kann es auch lauter machen. Dann hört man auch ein bisschen was. Auf jeden Fall, das kann man auch wunderbar. Das Display ist gut, um auch solche Videos zu schauen. Es geht also ohne großartige Probleme. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber wenn ich jetzt hier drauf schaue, ist das also gut. Das ist gut. Klappt also ohne Probleme, dass man sich einfach mal so ein Video anschauen kann, was man von der Mediathek runtergeladen hat. Und das Tolle an dem Pinebook und weshalb ich dann sage, das ist für Office-Arbeiten, fürs gelegenheitliche Surfen, wo man also nicht viel Multimedia-Kram macht oder Videos anschaut. Durchaus zu gebrauchen ist ganz einfach der Grund, dass die Akkulaufzeit ultra, ultra lang ist mit diesem ARM-Prozessor. Könnt ihr euch das schon vorstellen? Das läuft jetzt hier schon eine Stunde bei mir, ist bei 80%, 83%. Es war noch nicht mal, glaube ich, ganz voll. Und ihr könnt euch schon vorstellen, es ist auch nicht bei voller Helligkeit. Man kann es natürlich, Display-Helligkeit können wir mal voll aufdrehen. Dann ist es natürlich, seht ihr, auch ultra hell. Und man kann es dann auch teilweise sogar im Hellen. Natürlich nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, aber schon im Hellen ablesen und auch benutzen. Und das gepaart mit der tollen Akkulaufzeit ist das sicherlich für den einen oder anderen, der halt jetzt kein Tablet haben möchte oder sowas, sondern schon eine ordentliche Tastatur auch noch dran haben möchte und sich vielleicht mal in den Park setzen möchte, ein bisschen was recherchieren möchte im Internet, sicherlich ein tolles Laptop mit eben der ultralangen Akkulaufzeit. Und das ist jetzt hier der KDE Plasma Desktop, wie ihr sehen könnt, der läuft wunderbar. Also klar. Es ist jetzt hier kein Quad-Core-Intel-Prozessor mit Hyper-Threading oder sowas. Und ihr könnt auch keinen Videoschnitt machen. Und Bilderbearbeitung geht gerade so, wenn ihr eine externe Maus anschließt, würde ich sagen. Das Touchpad ist ordentlich. Das hat also keinerlei Probleme, macht es bei mir. Linksklick, Rechtsklick funktioniert wunderbar. Dreifachklick oder Gesten, nee, das haben wir hier bei dem Touchpad nicht. Aber der Rest klappt relativ ordentlich und relativ gut. Was ich empfehlen kann, ist euch umzuschauen, was die verschiedenen Linux-Distros angeht und zu gucken, was tatsächlich jetzt hier bei diesen Linux-Distros am besten funktioniert. Das war jetzt hier Netrunner, was ich habe. Das läuft übrigens, deshalb ist es vielleicht, kommt es vielleicht einem was langsam vor, von der Micro-SD-Karte. Das ist das komplette Betriebssystem von der Micro-SD-Karte. Und das ist vielleicht auch so ein Pferdefuß. Viel Speicher werde ich hier drauf auch nicht haben. Ist, glaube ich, 32 GB SSD oder so, eMMC eingebaut, noch nicht mal eine SSD. Auch nicht die schnellste. Die Speicherkarte ist etwa ja, ein bisschen was langsamer als die eMMC. Das Betriebssystem, wenn ihr was ausprobieren möchtet, könnt ihr einfach auf MicroSD-Karte reinpacken und dann ausprobieren. Und das werde ich gleich auch nochmal machen, indem ich hier gleich das rausnehme. Und dann, ihr hört es auch schon mehrmals, Ding Ding machen gehört. Mein Rechner ist fertig, die hat ein weiteres Image geflasht auf eine MicroSD-Karte und dann werde ich euch KDE Neon zeigen. Das ist auch eine Linux-Distribution, die sogar bei Pinebook vorausgeliefert kommt, die man sich aber auch, falls man ein früheres Modell hat, einfach runterladen kann und selber auf MicroSD-Karte bannen kann und dann einfach ausprobieren kann und gucken kann, wie das dann so aussieht mit dem System. Ansonsten Standby und alles so funktioniert, also einfach runterklappen, das Display geht aus und dann wieder hochklappen, Display geht an, alles gar kein Problem. Lange Standby-Zeit, wie gesagt, auch und guter Akku, alles im Grunde genommen tipptopp. Und ja, klappt wunderbar mit der Netrunner-Distro, kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Und wir gucken uns jetzt mal Neon an.
So, jetzt seht ihr das Teil aus und ich möchte euch mal demonstrieren, wie einfach es halt einfach ist, hier per MicroSD-Karte ein anderes Betriebssystem zu booten. Ich habe jetzt hier meine MicroSD-Karte und muss jetzt nur die andere rausfummeln und darf die natürlich nicht verwechseln. Das sind, glaube ich, die gleichen SanDisk-Karten, die ich hier habe. Und steckt die jetzt hier rein, da ist jetzt KD Neon drauf und möchte euch dann auch zeigen, wie schnell das Teil dann auch bootet. Reingesteckt, angemacht, den USB-Stick brauchen wir nicht, kann ich raus und ziehen. Und dann sehen wir auch schon das Neon-Logo und jetzt müsste gleich das Teil auch booten. Also wie gesagt, insgesamt gesehen halte ich das Teil für das, was es kostet, für durchaus empfehlenswert. Ist es klar, ihr kriegt, wenn ihr ein Gerät haben wollt, wo ihr ordentlich im Browser direkt YouTube-Videos schauen wollt, auch bis Full HD, kriegt ihr natürlich ab 200 Euro schon deutlich bessere Geräte oder bis 200 Euro sogar deutlich bessere Geräte. Auf dem Gebrauchtmarkt natürlich noch einiges besser. Dann allerdings meistens nicht mit dieser Akkulaufzeit, weil diese Akkulaufzeit ist meistens doppelt so lang wie das, was ihr für 200 Euro auch bekommt von den anderen Rechnern mit Intel-Prozessor beispielsweise. Es gibt aber von dem Pinebook jetzt eine Ankündigung, dass es auch ein Pro-Modell geben soll, das bis 200 Dollar etwa kosten soll, 150 Euro, 150 Dollar eventuell, das sind so die Gerüchte. Und das könnte dann eventuell mit eben Hexacore-Prozessor, einer SSD, glaube ich, ausgestattet daherkommen und dann mit ordentlich mehr Power und Performance. Und dann, wenn es dann auch noch diese lange Akkulaufzeit hat, die gute Tastatur hat, vielleicht ohne die kleinen Bugs, die ich jetzt hier habe, aber an meiner Tastatur, wäre das durchaus eben ein sehr, sehr zu empfehlendes Laptop. Und ja, aber auch dieses Pinebook ist bereits schon, wenn man die Einschränkungen in Kauf nimmt, also wie gesagt, Multimedia mit Einschränkungen hier und da genießbar. Videos kann man anschauen, habt ihr gesehen. YouTube nicht direkt im Browser, sondern da muss man sich eine Thread-App besorgen, damit das funktioniert. Oder YouTube über Hooktube anschauen, das funktioniert auch wunderbar. Und ja, jetzt habe ich hier Neon laufen, wie ihr sehen könnt. Neon kommt mit einer neueren KD Plasma Version her, daher. Also falls ihr irgendwie was Neueres braucht, ich kann hier mal das Infocenter aufmachen. Wenn ihr was Neueres braucht, dann gibt es halt mit Neon Version 5.14.5 mit Kali Frameworks 5.54, Qt 5.11, Kernel-Version ist die gleiche jetzt in dem Fall, also auch der 3.10er BSP-Kernel immer noch. Ich glaube, bei Energy Information wird jetzt nichts Großartiges drinstehen, was ich euch hier zeigen kann, weil das Teil einfach gerade erst hochgefahren ist. Aber glaubt es mir, wenn ich euch sage, das Teil hält locker 6, 7, 8, wenn nicht sogar längere Stunden durch. Das hängt natürlich immer davon ab, wie ihr das benutzt. Wenn ihr also gerade was kompiliert auf dem Teil, na, vielleicht nicht so sehr. Aber hier seht ihr 80% und das ist also, das klappt ohne großartige Probleme. Die Display-Helligkeit können wir vielleicht ein bisschen was hochschrauben, damit ihr das schöne Wallpaper auch sehen könnt von KD Neon. Insgesamt bin ich doch stark zufrieden für die 100 Dollar, die ich da etwa bezahlt habe, plus natürlich ein bisschen hier Einfuhrumsatz. Ist das durchaus ein ziemlich zu gebrauchendes Laptop. Es gibt hier, seht ihr bei KD Neon sogar den YouTube-Browser von SM Player. Damit könnt ihr dann auch YouTube-Videos anschauen. Ich demonstriere das mal kurz, wie das aussieht. Gibt es eine kurze Warnung, dass das jetzt hier noch eine etwas frühere Version des SM-Tubes ist. Ihr braucht natürlich auch Internet. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht eingerichtet gehabt, weil ich gerade hochgebootet bin. Ich tippe mal kurz mein WLAN-Passwort ein und verbinde mich dann mit dem WLAN. Ihr seht auch hier, WLAN-Netzwerke werden nur die 2,4 GHz WLAN-Netzwerke mir angezeigt hier. Also 5 GHz Netz sehe ich jetzt hier nicht. Aber es ist jetzt connected. Jetzt kann ich hier, glaube ich, das Ganze, ich starte es einfach mal neu. Also das funktioniert auch ohne großartige Probleme. Und ihr seht hier, das läuft alles durchaus flüssig und durchaus zu gebrauchen auf dem Gerät. Es ist also für den Preis, wie gesagt, ziemlich ordentlich zu gebrauchen, das Gerät. Gucken wir mal,
wirklich jetzt nach dem Video und schauen zum Beispiel nach eben der TechView Podcast Folge oder suchen wir mal nach TechView und nach dem Pinebook, das sollte dann hier in YouTube auftauchen, mein Review. Das war die TechView Podcast Show 405, da habe ich das Review gemacht zum Pinebook. Ich habe es quasi ausgepackt und gleichzeitig ein kurzes Review gemacht von der Distro, die da drauf läuft. Und ja, es verbindet sich jetzt zu YouTube. Es öffnet hier, wie ihr seht, den Standard-Player, SM-Player in dem Fall auch, weil der in der Lage ist, die Hardware-Beschleunigung zu benutzen. Und die Hardware-Beschleunigung ist in der Lage, Full-HD-Videos abzuspielen. Und jetzt müsste das Video, ich mache mal Vollbild, auch erscheinen. Ihr seht, das klappt. Ich kann dann mal wieder die Lautstärke was höher schrauben. Das scheint die Maximallautstärke zu sein. Kleinen Glitch habt ihr jetzt gesehen. Also es hat manchmal noch ein paar Glitches, aber es läuft ansonsten. Es ist halt nur, es ist tatsächlich die Maximallautstärke hier jetzt gewesen für das. Ist ein bisschen leise hier bei Neon eingestellt. Man kann das aber auch mit ein paar Alsa-Tweaks auch wieder lauter stellen. Das ist also kein großartiges Problem. Es ist also für 99 Dollar auf jeden Fall zu empfehlen, falls ihr es bekommt. Wenn ihr viel tippt, wenn ihr gute Akkulaufzeit braucht, also ein typisches Office-Laptop haben wollt, ist das genau das richtige Ding. Surfen, kein Problem. Multimedia geht mit ein bisschen Einschränkungen, die ich euch hier gezeigt habe, so ein bisschen. Und ansonsten kann ich das wirklich nur so empfehlen, das Pinebook. Wirklich ein hervorragendes Gerät. Und jetzt mal auch nochmal zu Demonstrationszwecken. Sehr schön, auch ohne Branding das ganze Gerät, außer das Pinebook selber, das Pinebook Branding. Wenn ihr also das Teil aufklappt, dann seht ihr natürlich, dass da dann Pinebook steht. Und ja, kann man leider nichts dran machen, aber ja, so ist es halt. So, jetzt ist ein Standby reingegangen, glaube ich. Und ich kann es dann mit einem Klick auf die Power-Taste wieder aufwecken. Und dann sehen wir auch wieder den Mauszeiger und das Desktop-System. Und ich muss mich jetzt in dem Fall anmelden. Weil ich es noch nicht installiert habe, ist das Passwort hier live. Und ja, das funktioniert also auch ohne großartige Probleme. Wie gesagt, wenn ihr es auf die SD-Karte gebracht habt, wie hier das Neon, dann gibt es einen First Run Installer, wo ihr euren Benutzernamen eingeben könnt. Ihr könnt die Sprachnummer auswählen und ihr könnt natürlich die Partition hier vergrößern für die Speicherkarte, die ihr eingelegt habt. Eine Installation auf die interne eMMC ist, glaube ich, im Installer nicht direkt möglich. Da gibt es bestimmt irgendwelche Tweaks und Möglichkeiten, das lauffähig zu machen. Ich würde euch empfehlen, das tatsächlich aber auch auf der MicroSD-Karte zu lassen, weil ich das Gefühl habe, die ist ein Ticken schneller, teilweise, je nachdem, was für eine MicroSD-Karte ihr einsetzt, als die eMMC, der interne Speicher. Zudem habt ihr da meistens auch größere Speicherkarten mit 128 GB oder sowas. Und ja, das so mein kleines Update zum Pinebook. Ich benutze es also immer noch. Das ist meine Empfehlung für ein 99 Dollar neues 99 Dollar, etwa 100 Euro Preiskategorie, 130, 140 Euro Gerät. Bis in dieser Preisklasse würde ich als Neugerät tatsächlich das Pinebook empfehlen, weil es halt eben diese enorme Akkulaufzeit hat. Ein relativ gutes Display. Es gibt jetzt das Full HD Display auch noch, wie gesagt, und eben die Funktionalitäten bietet, ein ordentliches Linux drauf laufen zu lassen. Und ja, das so mein Fazit zum Ganzen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Thumbs up. Ihr könnt natürlich auch abonnieren fleißig, aber ihr könnt auch Fragen stellen, falls ihr Fragen zum Pinebook habt, wenn ihr spezielle Anwendungen habt, die ihr drauf laufen lassen wollt oder so weiter und so fort. Wie gesagt, ein ARM-Notebook, das heißt x86-Anwendungen, auch VirtualBox oder sowas werdet ihr darauf nicht laufen lassen können, auch ein virtuelles Windows oder sowas. Ich glaube nicht, eher nicht. Nun ja, das war's für diesen TechView Vlog. Ein bisschen was länger geworden. Naja, kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.